Moin Moin, willkommen zurück zu Two Point Hospital. Hier der Notfall mit dem Kaiserkomplex. Unser Nackedei, der liegt da noch. Wir sind aber fast durch. Vier haben wir behandelt. Das ist okay von sieben, damit kriegen wir den Bonus schon. In Svelbard geht's weiter. Beim letzten Mal zwei Gebäude gekauft hier. Ist das nicht geil? Das Geld kommt, alles läuft. Ich bin echt zufrieden, das läuft gut. Und ja, schauen wir mal, ob ich das Ganze so weiter am Laufen halten kann. So, Beförderung. Ja, Leute, komm, hopp. Wer gute Arbeit macht, kriegt gutes Geld. So, Belohnung, das ist gut. Spritzenhaus, Patient soll warten. Hagelschlag, der kann kommen. Und hier gibt es nochmal dick die Kohle. Ja, ich habe heute meine Spendierhosen an. Also, Spritzenhaus. Wo bist du? Das Problem bei der Geschichte ist, ich kann es ja gerne bauen, aber ich habe ja kein Personal, was da drin arbeiten kann. Ach, diese blöde Heizung. Egal, ich baue es jetzt einfach hin. Und den Mitarbeiter, den ziehen wir uns gleich schon ran. Da sind wir ja ganz flexibel hier. So, wo ist der Stuhl? Da ist er. Stufe 3 erreicht, perfekt. So, Krankenpfleger. Jetzt haben wir natürlich keinen Platz frei. Wir können ihn schon mal einstellen. Unhygienisch, nein, können wir nicht. Weiter geht's. Ich werde den Raum aber nochmal schließen. Und, ja, das wird doch eng, das schaffe ich zeitlich nicht. Auch nicht mit Ausbildung, tut mir leid, sorry. Sondermeldung 5 geheilt, das ist gut, gibt nochmal einen Bonus. Das ist die urbane Mythologie, würde ich sagen. Soll mal zuerst rankommen. Nee. There is hail falling in the mountain regions, so I advise anyone foolish enough to be up there. Ach, schön. To use one of Jumbo's ultra resistant gold plated. Ich verfolge mal kurz weiter. Let us hope the hospitals in the area are similarly equipped to deal with the problem. Allgemeine Diagnose? Ja, okay. Haben wir? Du sollst mal auf 1. Ach, wir können schon raten. Urbane Mythologie, das ist es doch. Okay. Soll mal warten. Das bauen wir doch auch gleich. Stufe 5 Pausenzimmer, das kriegen wir auch hin. Okay, also Zimmer. Fünfmal sechs groß. Ich glaub's hackt. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um einen Patienten zu heilen. Nicht schlecht. Respekt. Da habt ihr euch was ausgedacht. Hey. Also, da brauchen wir einen großen Heizkörper. Und natürlich, wie immer, Kaffeemaschine und den Stuhl. Und was haben wir vergessen? Schon des Öfteren heute, glaube ich. Ja, der Feuerlöscher. Wo ist er? Hier. Fenster noch dran. Das ist ein großer Raum, hey. Das macht ja gar keinen Spaß. Bänke davor. Ich hoffe, damit verdiene ich richtig Geld. Was brauchen wir? Einen Krankenpfleger. Der muss behandeln können. Alles klar. Kriegen wir hin, oder? Ich habe viel zu wenig Ausbildungsräume.
Fangen wir mal hier an. Inspiriert, unmotiviert. Was sind das denn für Leute heutzutage? Ist ja unglaublich. Ärzte? Du bist nicht dabei. Du bist nicht dabei. Du bist einfach nur billig, das heißt, du darfst. Okay. Das gibt nochmal einen Allgemeinmediziner. Könnte mich auch hier drauf vorbereiten, dass ich es habe, wenn es kommt, ne? Das wird am ehesten noch kommen. Oder decke ich lieber jetzt vorhandene Bedarfe? Nee, ich stelle mich für die Zukunft auf. So, jetzt bin ich nämlich schön pleite. Perfekt. So, und das gucken wir uns jetzt mal an. Großartig. Aber du hast doch immer noch dein... Ah, jetzt nicht mehr. Geheilt. Okay. Topferei. Jetzt geht's los mit den Behandlungsräumen. Also, jetzt wird's ernst. Und jetzt wird demnächst wirklich auch mein Personal eng. 20.000, das ist noch drin. 4 mal 4, 1, 2, 3, das sind 5. Naja, der eine macht es jetzt auch nicht aus, ne? Also rein. Ich hätte den Arzt doch anders ausbilden sollen. Aber das wird nicht so tragisch. Normaler Heizkörper. Käffchen. So, den Stuhl. Und gut ist. Okay. Jetzt haben wir in der Tat hier noch ein bisschen Platz für Automaten, würde ich sagen. Das machen wir jetzt einfach mal. Vier Stück reichen. Da muss noch ein Mülleimer daneben, das ist klar. Und dann noch ein bisschen was zum Ablenken, oder? Süßigkeiten. Damit es noch was Kostenloses gibt, noch einen Trinkbrunnen. So, Broschüren. Und hier noch Zeitschriften hin. Jo, alles klar. So, Beförderungen, klar. Die gibt es hier bei mir. Und zwar großzügig. Und wir brauchen ja noch einen Krankenpfleger fürs Spritzenhaus. Wenn jetzt mal ein Raum frei wäre, da habe ich ja auch gerade nicht dran gedacht. Positiv. Hoffentlich nicht HIV. Spritzenverwaltung. Okay. Fangen wir dich jetzt nochmal ein. Jetzt geht's aber ab hier. Nee, dem müssen wir eine Aufgabe zuweisen. So, Moment, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir die Kohle. Spritzenverwaltung. Das passt. Und die Jobs. Alles klar. Hier ist auch noch irgendwas falsch, ne? Das muss weg. Geisterwahn. Neue Krankheit. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, den Geisterwahn. Betroffene fühlen sich von Geistern aus der Nachwelt belästigt,
was ihnen mächtig auf den Geist geht. Zur Behandlung führt ein Psychiater eine Art fortgeschrittene Paarberatung durch, um ein friedliches Miteinander von Patient und ruhelosen Seelen zu erreichen. Ab in die Psychiatrie. Gut. Perfekt. So, wir bauen nebenbei einfach mal ein bisschen um. Geld kommt ja in der Tat gut rein. Den ersten Stern haben wir auch gleich. This pitiful, minuscule radio station could not contain a talent of my magnitude for long. I have just received word that I am soon to host a show on a major national station. I will finally have. Der Raum darf wohl wegen mir ein bisschen größer sein, das ist okay. Not the plebeian collection of knuckle-dragging pond scum I have now. Farewell, Spritzenhaus. Soll mal warten, die Ausbildung läuft ja jetzt, ne? Okay. Das bauen wir auch noch um. Einmal gegenüber. Das ist gut. Dann haben wir nämlich da noch eine Nische für die Forschung. Die jetzt auch auszieht. So, die wird größer. Den Platz brauchen wir später noch. Okay. Aber ich lasse es jetzt erstmal damit gut sein. Jetzt geht erstmal kein weiteres Geld rein. Aber ein großer Heizkörper, also ein mittlerer, kommt rein. Beförderung, yo, wie immer. Radiologe ist auch fertig. Das geht ja richtig ab hier. Rednerpult hat gelitten. Wieso? Wo ist das denn hin? Okay, Ausbildung kann weitergehen. Wir teilen die Psychiatrien jetzt mal auf. Die eine hier macht nur Diagnose und die hinten macht nur Behandlung. Okay, wie machen wir weiter? Ich guck mal nochmal nach einer Runde Personal, ja. Geborener Mentor, positiv, du bist dabei. Ich stelle sie jetzt erstmal ein und dann mache ich gleich in einem Schwung die Aufgabenzuweisung. Hier haben wir niemanden. Hier können wir auch nochmal jemanden gebrauchen. Grüner Daumen, positiv, lustig, du bist dabei. Nochmal einstellen. Nö, wenn ich schon unhygienisch lese. Grantig, schwache Blase, das reicht mir auch gleich. Unmotiviert will ich auch nicht haben. Motiviert. Passt. Hier gab es nochmal neue? Nein. So, hier können wir nochmal nachlegen. Du bist nicht der Richtige. Du auch nicht. Inspiriert geht. Und du bist auch dabei. Okay. Hier, das ist ja ein echter großer Eingriff, den ich hier gerade mache. Also, das ist gut. Das wollen wir haben. Station 2. Eine Beförderung. So, wir gucken mal über die Aufgabenzuweisung von dem gesamten Personalstamm. Das geht natürlich jetzt nicht. Behandlung. Du bist richtig zugeordnet. Das passt. Radiologe macht jetzt nichts anderes mehr als Radiologie, nur haben wir leider keine. Also bauen wir die direkt. Die ist ja noch erschwinglich. My earlier tirade was spoken in the heat of passion, and I hope you can forgive this minor slip
if indeed you are intelligent enough to have understood it in the first place. Also. Ich kann den Automat jetzt nicht wegräumen gerade, dann breche ich das einmal ab. So. Nächster Versuch. Radiologie. 4x4. Der ist immer noch im Weg. So, die Tür geht mal in die Richtung. Alles im Weg hier. Ist doch nicht wahr. So, das Röntgenstrahlengerät. Machen wir einmal so. Ja. Die Konsole kommt nämlich direkt noch davor. Und der Feuerlöscher. Ich muss nochmal gucken, wenn ich Zeit und Lust habe, ob ich überall jetzt einen stehen habe. Ich glaube ja, vorhin festgestellt zu haben, ich hatte es irgendwo vergessen. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Okay. Ihr werdet erstmal wieder hier umgeparkt. Die Toiletten, die ziehe ich jetzt mal ein bisschen ran. Wird es doch schon ein bisschen schöner hier in dem Krankenhaus. Eine Hundehütte fehlt auch. Und eine Frakturstation. Ach, jetzt geht's aber ab. Wo soll ich denn das ganze Personal herbekommen? Also wir bauen erstmal und dann lieber zu wenig Personal und zu viele Räume als andersrum, ne? So, die darf ruhig ein bisschen größer ausfallen, habe ich das Gefühl. Dann mache ich nämlich hier neben die normale Station hin, ja. Nee, das ist auch nur ein bisschen übergangsweise. Ah ja, ob was soll's. Also. Machen wir so. Noch haben wir ja Platz. Mal gucken, wie lange. So, da geht's rein. Dann müssen wir erstmal gucken. Die Schwesternstation, die muss dann mal hier hin. Die Gipsgießer. Machen wir hier eine kleine Batterie. Na? Ah, geht gerade noch, oder? Ein bisschen eng, aber geht. Ist nur nicht schön. Okay, dann brauchen wir noch eine schöne große Heizung. Und dann ist das auch schon gut. Ich weiß nicht, ob wir unsere Rechnung bezahlen können. Natürlich. Das wird schon werden. Arnold, wo bist du? In der Form kannst du auch keinen Zielort mehr erreichen. Was soll das denn, diese Ansage? Okay, also, was ist mit dir? Vielleicht wäre noch ein weiterer Allgemeinmediziner gut. Need some extra dough. Call Smell My Cash. Because an 80% interest repayment rate is nothing to sniff at. Ich mach das jetzt einfach mal so, auch wenn es jetzt Warteschlange gibt. Da bin ich jetzt mal frei. So, dich haben wir zugewiesen. Ja, okay. Das passt. Ich nehme keinen Kredit auf. Mechanometropolio. Okay. Diese Krankheit tritt besonders in entlegeneren Gebieten des Two-Point-Countys auf.
Höchstwahrscheinlich werden Beschwerden durch die Sehnsucht nach dem Leben in der Großstadt hervorgerufen. Betroffene imitieren einen Lebensstil, wie sie ihn bei Großstädtern für typisch halten. Metropolio tritt vorwiegend in zwei verschiedenen Formen auf. Dies ist die mechanische Form. Aha, in der urbanen Mythologie. Also hier werden mehrere Krankheiten wohl geheilt. Hundehütte brauche ich auch noch. Kommt bei nächster Gelegenheit. Jo, und jetzt kommt auch noch der erste Stern. Dann ist doch schon mal alles gut, ne? Also, ich guck noch mal beim Personal fertig durch. Hier läuft's, hier kann man weiterbilden, müsste man jetzt aber nicht. Dem hier könnte ich Behandlung 1 geben, aber dann... Ah, da brauche ich noch jemanden für. Einstellen ist aber jetzt gerade nicht, sehe ich gerade. Minimalausstattung und hier geht auch mehr. Wie ist denn hier die Jobzuweisung bei euch? Ihr dürft alle noch alles, das macht auch gerade noch Sinn. Und da das jetzt nicht so ganz kritisch ist hier an Empfang, würde ich doch einfach sagen, bilden wir dich mal billig weiter auf Kundenbetreuung. So, das haben wir. Hier machen wir noch jemand mit Instandhaltung 1. Klar. Ach, nehmen wir zwei Leute gleich rein. So. Irgendwie muss ja weitergehen hier mit den Qualifikationen. Ja, und hier brauche ich noch mindestens einen, der Behandlung macht, damit ich jemanden habe, der das beibringen kann. So geht das noch nicht. Da fehlt noch Personal. Da dürfen eigentlich drei rein, wenn ich drei habe. Hier dürfen zwei rein, wenn ich zwei hätte. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich doch. Gucken wir nochmal. Ja, die urbane Mythologie. In a bottle. It has a full body and a nose and sits on the palate. Okay, hier geht's Richtung Therapie, das ist gut. People wouldn't be able to tell the difference between a Merlot and a carton of fig juice. Läuft. I'm off to get comprehensively sloshed. Also, Angst vor Toten muss ich hier nicht haben. Heilungsrate ist jetzt gerade ein bisschen schlecht geworden. Okay. Da müssen wir noch mal ran. So. Charmant und billig, das ist gut. Da wollten wir noch eine Behandlung 1 machen mit dem externen. Ja. Die beiden will ich jetzt nicht aus dem Verkehr ziehen. So, und die Räume sind voll, das ist gut. Einmal abkassiert. So, wir gucken mal gerade, ob da direkt noch was machbar ist. Ja, da haben wir aber zu wenig. Da brauchen wir noch jemanden für die Station auch. Müssen wir noch mal einstellen. Was ist mit dir? Mädchen von nebenan. Und das machen wir noch einmal extern. Die Stationen müssen besetzt bleiben, oder? Ich kann nicht zwei Leute. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Ich zieh's durch. Zwei Leute bleiben ja übrig. Die dürfen dann nur nicht Pause machen. So, Hundehütte. Ja, Hundehütte. Hundeelend. Kriegen wir sie noch finanziert? 20.100, ja. Dann besteht wenigstens für dich noch kurz Hoffnung. Erstmal kurz hier hin. Da kommt nachher noch eine Station hin, aber für jetzt ist das okay.
Feuerlöscher. Fenster. Liebe den Raum, ich finde den so schön. Also da haben sie sich ja echt was Tolles ausgedacht mit dem Hundeelend. Da geht mir sowas von das Herz auf. So. Und da wollen wir gucken, ob wir den noch gerettet bekommen. Das war nix. Jo, aber mit Prio auf den behandelnden Arzt dürfte das eigentlich funktionieren. Hier ist mal kalt. Gibt dann gleich eine richtig dicke Heizung. Jo, das passt. Ach, hier brauchen wir ja gar keinen Arzt, hier brauchen wir einen Pfleger. Perfekt. Okay, ich würde sagen, ob wir das geheilt bekommen oder nicht, das sehen wir dann beim nächsten Mal, aber das sieht doch alles gut aus. Den ersten Stern habe ich ganz knapp verpasst, die Heilungsrate ist mir leider zum Problem geworden, aber den holen wir uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze. This is Ricky Hawthorne on 2-Point Radio. Sei ruhig, Ricky. Ruhe. Hey, das ist meine Abmoderation, jetzt halte ich da raus. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.